Hallo und willkommen zurück bei Starfield. In der letzten Folge haben wir New Homestead noch ein bisschen abgegrast und so ein paar Leute erschreckt. Dann sind wir hier trotz mehrfacher Warnung auf Tulliman 2 gelandet. Und hier ist alles voller Xenomorphs und wir gucken jetzt mal, ob wir hier irgendwo... Hier können wir nämlich eine Basis errichten und ich kann meine Gewächshäuser bauen. Ob wir hier irgendwo nicht nur Blei im Boden, sondern vielleicht noch Silbererz finden. Weil da könnte man halt beides machen. So ein bisschen Silbererz und irgendwas mit Pflanzen. Gefällt mir auf jeden Fall die Gegend. Ein bisschen Grand Canyon mäßig hier. Und andere Einflüsse. So, wir haben nämlich schon Erze fertig. Das war nicht so schwer. Die Gleiter haben wir. Es gibt aber noch so Nautilus-Tiere in der Luft. Und dann noch ein paar andere, die wir teilweise schon mal hier auf der Oberfläche gescannt haben. Scanne in aller Ruhe. Nice, wir wollen nichts Wertvolles übersehen. Genau. Da hinten ist was Natürliches, das brauchen wir auch. Ich bin schon mal froh, dass wir... Oh, hier gibt es Silber. Yes. Ich wollte gerade sagen, wie geil wäre das denn? Zwei sogar. Hier ist eine Silberader. Und hier auch. Ha, ja geil. Das ist eine recht große Silbererzader, ne? Dann kloppe ich jetzt den Außenposten hier in die Mitte. Blei und Silber, ja. Wow. Lol. Wie groß ist das Gebiet nochmal, wo man... Haben die das vergrößert? Also Silber gibt es hier noch und nöcher. Stark. Und dann ist noch viel Platz ringsrum. Für zum Beispiel, ich kann jetzt leider dummerweise keinen bauen, weil mir zweimal Fluor fehlten, als ich letzte Folge aus Versehen alle Ressourcen von New Homestead gekauft habe, war nichts davon dabei. Schade. So. Na geil. Dann haben wir hier auf jeden Fall Silber, können wir ja schon mal abbauen lassen. Warum eigentlich nicht? Aber ich verstehe ganz ehrlich den Transferbehälter nach wie vor nicht. Weil wenn mein Schiff, wenn ich hier lande, bei meinem Außenposten, kann ich doch so oder so immer die Sachen zu meinem Schiff transferieren. Deswegen verstehe ich diesen Transferbehälter nicht. Weil ich ja so oder so immer mit meinem Schiff in Kontakt stehe. Wenn ich hier, ne, wisst ihr schon. So, wir brauchen ein bisschen, was macht denn hier eine Windturbine 6? Solar 4. Da würde ich mal... Ein Baum? Nee, das ist, ich wollte gerade sagen, er sieht aber komisch aus. Für einen Kraftstoffgenerator ziemlich ökologisch angelegt. Kraftstoff, da ist er. Macht 20, kostet aber Helium 3. Aber wir bleiben mal, denke ich, bei Windturbinen. Ne? Oh, die können wir auch langsam bauen hier. Xenon. So, dann würde ich mal, ich muss noch mal gucken. Hier ist überall Silber. Wo war jetzt nochmal der Mittelpunkt von... Wo ist denn dieses Teil, was ich da gerade gebaut habe? Hier unten wird gekämpft, sehe ich gerade. Ach ja, hier. Okay. Ah ja, sehr gut. Dann ist hier oben schon mal viel Platz, wo ich bauen kann. Perfekt. Silber braucht 5 Energie. Na gut, wir können ja einige davon mal bauen. Bauen wir mal 4, dann haben wir 24. Dann könnten wir... Silber. Na komm, dann fangen wir hier unten gleich an. Ja. Gleich zweimal bauen, ja, ne? Warum nicht? Meine... Können auch dreimal bauen, aber das wird sich füllen. Ich werde wahrscheinlich am Anfang kein Silber großartig brauchen, denke ich. Man braucht sehr oft nicht, man möchte es einfach haben. So, dann Feststoffbehälter. Ich werde es erstmal in Feststoffbehältern lagern. Denn wir könnten... Wenn, dann bräuchten wir sowas. Ich weiß nicht, was noch für Planeten in Tulliman 2 gibt. Aber ich würde... Weder das bauen, noch das hier, weil ich jetzt gar nicht weiß,
Na, wohin und überhaupt, da warten wir da lieber mal ab. Ich könnte aber, da wir ja hier noch ein bisschen was scannen müssen, kann ich hier auch mal so einen Scan-Booster bauen. Ne? Den kleinen. Doppelte Reichweite vom Scanner. Oh, halt. Dreifache Reichweite könnten wir auch bauen. Könnten sogar den hier bauen, das große Teil, ey. Paramagnon-Leiter, da haben wir nur ein. Ach, der kostet 12 Energie. Ach so. Dann nehme ich mal den mit der dreifachen Reichweite mit. Ach, nur in der Nähe. Was heißt Nähe? Hat das Ding so einen Umkreis oder so? Nee. Ja, toll. Dann hoffe ich mal, in diesem berechneten Gebiet, in dem wir gelandet sind, dann... Na gut, wir lassen es mal laufen, passt. Das ist okay. Aber... Wir bauen dann ja später. Uns fehlt halt leider... Wo ist denn das jetzt? Fluor. Vielleicht gibt es einen Tulliman irgendwo was. Dann halten wir mal an und sammeln ein bisschen Fluor ein. Ich würde aber auf jeden Fall auch hier... noch mal ein bisschen was bauen. Wir können ja immer mit so einem einfachen Wohnmodul oder sowas anfangen. Auch wieder einen offenen. Moment. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So. Dann kommt das dahin. Könnten wir es noch ein bisschen nach oben nehmen, aber brauchen wir gar nicht so sehr. Dann eine Luftschleuse. Und dann können wir da doch hoffentlich später die Gewächshäuser anbauen, oder? Ach, die müssen extra. Ach so. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht gewusst. Dachte, die kann man hier dann anstöpseln. Ah ne, stimmt ja, am anderen Eingang. Achso, ich dachte, die kann man dann zusammenfügen. Ah, okay. 3 Energie kostet es. Ah ja, okay. So, dann bauen wir mal ein paar Feststoffbehälter für unser Silbererz. Muss es so ein bisschen parallel haben, manches zueinander. Sonst kotzt mich das übelst an. So, adaptive Rahmen wird langsam eng, aber kein Problem. So, du dahin, du dahin, du dahin und du dahin. Dann werden die nach und nach alle voll. Du packst es auch da unten rein, dann geht das alles so seinen Gang. Dann werden die nach und nach hoffentlich gefüllt. Ja, da wird schon fleißig gebohrt. Fantastisch. So, dann gehört das zusammen. Wäre halt auch geil, wenn man so Wege irgendwie bauen könnte, ne? Ja, das hier gefällt mir nicht. Nee, das sah nicht aus. Das hat mir nicht gefallen. Moment. Ach, die gibt's nicht offen hier, ne? Lol, wie es ruckelt. Hä? Nur bei dem großen Modul, na gut. So, sehr schön. Ja, auch da können wir wieder so ein paar Werkbänke und sowas reinbauen. Die Geschütze, weiß ich jetzt nicht. Das könnte ich sogar bauen. Ah.
Weiß nicht, ob die Terramorphs auch hier angreifen oder ob denen das egal ist. Ach, hier kann ich auch immer Wasserdampf. Ach ja, okay. Könnten wir ja sogar noch Wasser produzieren. Okay, wir machen aber erstmal ein bisschen Silber. Ach komm, was soll der Geist? Ich mach mal noch einen dritten klar. Geil. Unsere nächste schöne Außenbasis. Naja, auf die Entfernung könnte ich die sogar so scannen. Okay, das ist ja mega krass weit. Das ist eine schöne Entfernung. Yes, guck mal, die nächsten. Okay. So, da kriegen wir hier nach und nach Silber rein. Da erstmal nicht, aber hier oben. Da ist schon mal 17 Silber drin. Das nehme ich direkt mal mit. Ich hätte das auch weiter hier vorbauen können, aber ich dachte mir, ich baue dann hier drüben so ein bisschen. Muss ja auch nicht immer alles eng an eng gebaut werden. Ich habe das. Ich habe da gern so ein bisschen Platz zwischendrin. So, dann bauen wir hier mal noch so ein paar andere Sachen. Zum Beispiel ein Forschungslabor. Kommt direkt in die Mitte. Der Rest. Kann ich denn nur die Pflanzen anbauen, die es hier gibt oder auch andere? Ich glaube, die muss man zu 100% gescannt haben, Pflanzen, ne? Bevor man die anbauen kann. Irgendwas war aber. Werden wir sehen. So, kann ich hier nochmal was verbessern? Hier die Extraktionsgeschichte. 33 Kupfer. Stimmt. Haben wir ein paar Mech-Tanks? Ja, wir haben es. Nice, Extraktion 2. Vielleicht können wir die schon verbessern da draußen. Yes. Beziehungsweise Extraktion 1. Also, na. Dann gibt es das nochmal. Aluminium-Klosilane direkt mal aufgefüllt. Hat leider nichts extra ergeben. Halt. Aldumit. Aha. Okay. Dekoration. Fasern. Ja, haben wir ein paar gesammelt. Ja, 10 Klebstoff. Nice, Dekoration 2. Geil, da können wir nochmal durchgucken. Deko 3. Nickel können wir reinpacken. Luxustextil habe ich noch nie gesehen. Zumindest nicht drauf geachtet. Ah ja, Zähmung. Aber das geht ja nicht, oder? Diese Zähmdinger. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Energieerzeugung vielleicht. Oh ja, Silber. Sehr gut. Kupfer habe ich jetzt nicht mehr so viel. Da fehlt auch nicht mehr viel. Ein Schwere, zwei. Ach ja, Fluor 5 fehlt noch, okay. Roboter? Ja. Okay. So, was haben wir hier noch? Hier, Helmsachen, irgendwas? Ach ja, Anzugdesign 1 fehlt uns. Na gut, Wolfram hätte ich da, aber den Rest nicht. Na guck mal, na gut, dann machen wir das mal. Mündungsmods haben wir. Sehr schön. Der Rest ist noch blockiert, weil Waffentechnik 2 fehlt. Okay, aber wir haben noch mal ein bisschen was erforscht. Freue ich mich. Sehr schön. Vor allem Extraktionszeug und Deko. Sind die Saves neu? Sind auch neue Poster dazugekommen?
Ausgestopfte Käferkrabbe. Ach geil. Käferklemmer. Radargesicht. Passt natürlich jetzt nicht so gut an die Wände da dran, ne? Wasserfledermaus. Straßentrockner. Okay. Doch, die kennen wir schon. Der ist neu. Standspiegel. Ja, so Podeste sind neu. Ah, schön. Hoffentlich kann ich die Erdkugel da drauf stellen. Von deinen Baufähigkeiten habe ich gar nichts gewusst. Kannst du mal sehen. Na ja, guck mal hier, noch eine Skulptur. Ach, lol. Oh, okay, das ist ja geil. Hatten wir nicht irgendwo Tische? Ach, das war bei den Möbeln, ja. Wow, jetzt sind aber auch viele Stühle dazugekommen. 24. Haufen Bänke. Um Gottes Willen. Hocker noch und nöcher. Noch ein paar Betten. Ha. Ja, warum nicht? Warte mal. Wo ist der Eingang? Hier. Kann es leider nicht so. Ah, so geht's, denke ich. Warte mal, wie viel Abstand passt da dazwischen? Geh mal weg. Okay, so ein bisschen muss frei sein. So. Ja, geht. Gut, die sind vielleicht ein bisschen groß, oder? Nee, scheiße. Dann doch lieber die hier. Die nimmt da nicht so viel Platz weg. Nach unten. So. Wo waren jetzt diese Hocker? Ach, Quatsch, hier drüben. Stühle. Achso, da zu rollen dran. Ja. Ja, da brauche ich überall Klebstoff für. Ich hätte jetzt mal hier irgendwie so 4 Stühle oder sowas hingestellt. Für wen auch immer, aber ich finde es ganz cool. So, wir können ja auch mal wieder ein bisschen einrichten. Haben wir ja lange nicht gemacht. Ja, auch so Navigationskonsolen, so schon ganz geil. Die sind aber riesig, ey. Ach, hier gibt's flache. So, Knöpfe immer zu mir. Genau. Hm. Nee. Ich suche eigentlich.
Wenn ich jetzt so Becher irgendwo geklaut hätte, könnte ich die ja draufstellen. Und so Teller und so ein Zeug. Ja, wie so eine Art kleinen Konferenzraum hier drin. Kann ja später dann noch die, wenn hier Leute dann leben müssen, müssen wir dann eh nochmal ein paar Module. Achso, ich kann gar nicht. Warte mal, muss man hier raus, um zu speichern? So. Ja, Fluor müssen wir besorgen. Da müssen wir echt mal gucken, ob wir das hier irgendwo organisieren können. Ich würde mal noch ein Wohnmodul bauen. So eins mal. Die sehen halt echt kacke aus, ne? So. Ja, da können wir auch wieder so Fenster reinbauen. Huch. Ach ja, warte mal. Wir hatten ja noch Extraktionszeug neu bekommen. Hier. Das sind die einfachen, die wir kennen. Dann gibt es die größeren. Bohrgerät brauche ich dazu. Ich kann, glaube ich, Bohrgeräte noch nicht herstellen, ne? Wäre halt geil, wenn da stehen würde, wie viel mehr das abbaut. Das braucht das Doppelte an Energie. Also kann schon sein, dass auch das Doppelte abgebaut wird. Ah ja, okay. So, wir gehen mal rein, wir platzieren da hinten mal ein Bett. Dann können wir mal schlafen gehen, dass wieder hell wird im Spiel. Gut, das Raumschiff wird jetzt so ein bisschen davon überlagert. Da scheint jetzt kein Licht, das habe ich. Dem habe ich das Licht genommen. So, wo waren denn die Teile? Hier. Hier mal da und da eins. Oder sieht das blöd aus? Ach, geht schon. So, dann brauchen wir noch ein Bett. Kann man ja hier so ein paar abgetrennte Bereiche machen, vielleicht für 2, 3, 4 Leute plus Badezimmer. So, das soll aber erstmal reichen. Da können wir erstmal pennen geht. Gut, wenigstens 12, 13 Stunden, dann ist auf jeden Fall wieder. Ach guck mal, Sarah legt sich auch hin. Okay, dann legen wir uns mal dazu. Aber nicht anfassen. Ja, scheint auch eine ruhige Nacht zu sein. Man hört so gar nichts gerade von den beiden. Vielleicht wissen sie beide nicht, wie es geht. Das war ein perfekter Tagesabschluss. Das war ein perfekter Tagesabschluss. Ja, ich mache das auch gerne. Einfach schlafen gehen. Sag einfach, wenn ich dir helfen kann. Warte kurz hier. Hast du was Gutes für mich? Habe ich. Das ist für dich. Analgetikum. Hoffentlich wow. Bis bald. Brauche ich nach der Nacht echt Schmerzmittel, ja? So, wunderbar. Das haben wir, das sieht doch ganz
schnuckelig aus. Das Teil könnten wir vielleicht auch noch hier an die Wand packen, würde ich sagen. Dann können wir uns eigentlich wieder nach draußen begeben und versuchen, noch so ein paar Sachen zu scannen. Da fehlt ja dann doch noch einiges. Silber sollte weiter schön abgebaut werden. Ich hoffe, das Teil hat eine große Reichweite und gilt für das gesamte Gebiet und nicht bloß irgendwie so für gerade so im Lager. Dann wäre das echt für den Arsch. Dann könnte ich es auch wieder abreißen. 126 Silber schon drin. Zu wie viel Prozent ist denn das voll? Und achso, sind schon 100%. Denn hier ist auch schon 69 drin, okay. Ja gut, weil wir geschlafen haben. Das geht ja dann über Nacht weiter. So, perfekt. Ja, da haben wir doch hier schön Silberspot gefunden. Brauche ich das Silber auch nicht mehr mitnehmen. Aber stimmt, wegen Fluor. Da müssen wir mal im Tunnel mein System gucken. Ob wir das hier irgendwo abbauen können. Moment mal bitte. So. Da hinten ist noch so ein natürliches Teil. Da müssen wir hin. Was liegt da noch rum? Da sind Tiere. Also dreifache Entfernung ist schon geil. Der nimmt das gerade nicht, weil da noch die Pflanzen im Weg sind. Moment, nochmal. Stehst du auf Parkour oder so? Nein, stehe ich nicht. Habe ich die schon gescannt oder? Ach nee, geht noch nicht. Ach so, hier muss ich schon wieder näher ran. Okay, wow. Dann ist der Scanner komplett für den Arsch. Ich hab euch. Danke, 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 danke. Ich bin schon weg. Wunderbar. 3 von 8. So, das ist wieder so ein Nautilus-Tier. Das hatten wir auch. Und die anderen hatten wir auch. Genau. So, also faunatechnisch. Hier gibt es ja noch die kleinen Tiere. Die haben wir vorhin schon mal da. Da hinter den Beobachtern. Da ist 1 oder 2. Ja, diese kleinen Schnecken dort wieder. Ist auch noch was. Jagen, Großhorn. Und du warst Grasschnecke, Karaschnecke suchen. Okay, also 2 Spezies gibt es hier noch. Die kleinen und die etwas größeren. Da hinten, den brauchen wir doch, oder nicht? Ja. Alter, ey, was? Der zerlegt hier alle? Lol. Warte mal hier. Ha. Was? Halluzinogen? Okay. Großhorn. Zeichne den mal als Elite-Gegner, weil er so eine geteilte Gesundheitsleiste hat. Aha. Na gut, dann legen wir uns mit dem mal nicht an. Zu spät. Ah, Sarah macht das schon. Okay. Gegen unsere Waffen ist er nicht so immun. Quarksgewebe, Metabolikum. Oh. Mir ist der Appetit vergangen. Ja, muss sein. Das muss sein. Ab in den Scanner-Modus. So, die beiden noch. Ich denke, nach den beiden ist es wahrscheinlich faunatechnisch hier erledigt und die anderen 3 müssen wir dann woanders suchen. Aber mal gucken, wir müssen erstmal die beiden zusammenkriegen. Gespannt, was wir da hinten als natürliches haben.
Ach seht ihr, ich wollte, gut, wir teleportieren uns nachher nochmal zurück zur Basis. Da wollte ich nochmal gucken in so einem Herstellungsteil, ob ich da irgendwie diese Bohrtürme bauen kann. Was auch immer das sein soll. Da sind die Karaschnecken. Geophage. Aha. Eine. Ach, die ist kaputt. Antimon? Lol. Prozent, vier noch. Server, lass das Vieh in Ruhe, das ist ein Terramorph. Ein bedeckter Krater, den kennen wir schon. Ich weiß aber nicht, was ich hier wieder scannen soll. Das hatten wir schon mal, das Problem in Anführungsstrichen. Ja, ne, können wir eigentlich lassen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Pigment. Seltene organische Ressource. Aha. Lass die Terramorphs mal bitte in Ruhe. Das wäre echt cool. Shit. Kommt nur her. Lol. Jetzt erlegt er mich doch gleich noch. Okay, gut. Dann hauen wir jetzt wieder ab. Ja, bedeckter Krater, keine Ahnung. Und ist noch was Blaues, was ist das? Aber das ist auch nur so Alu, okay. Ja, viel Spaß. Ha, kümmere dich darum. Ich hau hier ab. Hä? Ach so, weil ich auf den Krater. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich das scannen kann. Ah, jetzt sind wir hier schnell hingereist. Das war keine Absicht. Aha. Ja, guck mal. Da ist ein Außen. Ach so, das ist mein Außenposten. Das ist das Schiff, ja. Ich wollte mal gucken, ob ich noch andere Naturmerkmale entdecke. Weil hier beim Krater, wie gesagt, keine Ahnung, ob man hier was scannen kann und ob das dazugehört zu den Merkmalen oder ob das immer extra für sich nochmal ist. Okay, wir flitzen mal noch ein bisschen in die Richtung. Also diesen Scan-Booster, der ist komplett für den Arsch, ey. Er ist ja wirklich bloß die paar Meter rund ums Lager. Nee. Sorry, dafür lohnt es mal überhaupt nicht. Wenn das jetzt in dem gesamten Bereich wäre, der hier berechnet ist, okay. Geil. Aber für die paar Meter, nee. Ich hoffe, wir bekommen nochmal so eine Landmarke zu Gesicht. Ach, geil. So, zwei von den Karaschnecken noch. Und für diesen anderen Anrempelviechern, da brauchen wir noch einige, da haben wir es ein. So, eine Karaschnecke noch. Vor allem bringt das ja immer sau viel EP, ne, wenn man so einen Planeten erkundet hat. Irgendwie 400-500 oder so. Aber nimmt halt auch immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber mir gefällt es nach wie vor. Ich könnte es den ganzen Tag machen. Hier rumrennen. Die ganzen Sachen suchen. Da ist wieder ein Terramorph.
ist nochmal so ein Fallenschlund. Ach, guck mal. Yes, Level 22. Ist überhaupt kein Problem. Huch, Entschuldigung. Schatz. War ein Fehler. Okay. Ja, die gehen echt schnell kaputt, ne? Im Vergleich zu anderen Tieren. So, aber ich sehe leider... Ja, das ist der Terramorph da hinten. Keine Landmarke irgendwo. Das ist unser Außenposten. Wir müssen so oder so nochmal woanders sind auf dem Planeten. Ich denke, wenn wir die beiden Spezies gescannt haben, dann zeigt es uns an, dass wir hier das Biom abgeschlossen haben. Ich denke nicht, dass es hier alle gibt. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen Glück haben. Aber wir können schon mal den Skillpunkt investieren, bevor ich es wieder vergesse. Und zwar, wir hatten das erstmal gemacht mit dem Fliegen, dass wir Schubdüsen einsetzen können. Verursachen mehr Schaden, ja auch gut. Was ist das hier? Schalte die Zielfunktion des Schiffes frei. Hier unten können wir noch nicht. Wir brauchen erst einen weiteren Punkt. Das andere war Schildkapazität. Frachtkapazität ist halt auch mega geil. Höchstgeschwindigkeit. Energiewaffen. Ach, ich nehme hier jetzt erstmal. Ach nee, geht gar nicht. Ah, stimmt. Ich muss ja erst 5 Schiffe zerstören, bevor ich da weiter kann. Dann nehme ich erstmal die Zielfunktion des Schiffes mit. Ist bestimmt auch ganz sinnvoll. Am Treffen lag es immer nicht, aber unser Schiff, das ist halt so unwendig gewesen und hat nichts ausgehalten bisher. Halt, was haben wir da? Ja, versteckt sich da, die brauchen wir. Bisschen Giftgas unterwegs einschnuppern. Bereit zu sterben? Ich glaube, da rechts war noch einer. Perfekt, auch nur noch einer. So, Karaschnecke noch einmal. Ein Punkt für uns. Und die hier noch einmal. Andere. Von da kommen wir, ne? Genau. Na los, wenigstens die beiden heute noch. Sollte ja nicht so schwierig sein. Ab und zu tauchen die ja dann doch auf. Aber wie es immer so ist, wenn man... Wir brauchen von beiden nur noch eine. Oder ein Tier. Aber wie es halt immer so ist, ne? Wenn nur noch eins fehlt, dauert halt wohl nochmal so lange, wie man die, wie für die anderen vorhergehenden alle zusammen. Da. Ach, Großhorn. Okay. Dann gibt es hier doch 3 Spezies noch. An das Großhorn habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber da fehlen auch noch einige. Die scheinen auch immer allein zu sein. Hier ist noch einer. Sehr gut. Dann auch von den 3 noch. Da ist die kleine... Ist das die Karaschnecke? Nee. Hauerfrosch. Das ist nochmal ein anderer. Okay, dann werden wir wieder verfolgt. Also gibt es hier doch noch 4? Ah ja. Ja, ein bisschen Giftgas reinigt die Lunge. Kann man ruhig immer mal einatmen. Das ist doch die Karaschnecke. Ja, die machen wir fertig. Und dann gibt es tatsächlich noch 3.
Nice, sehr gut. So, was haben wir da hinten? Da ist noch ein Lebenszeichen. Dann gehen wir jetzt da mal hin. Das ist zwar jetzt relativ weit, aber uns fehlt ja dann doch noch 3 Spezies, die ja zu Land unterwegs sind. Vielleicht gibt es ja auch noch eine 3. Flugspezies. Kann natürlich auch sein. Erfrierung verschlimmert. Ja, gut, das ist jetzt die Meinung vom Spiel. Ich finde, wenn wir uns jetzt noch ein bisschen bewegen, ein bisschen rennen, dann geht das auch. Halt. Da wäre auch noch mal ein Lebenszeichen. Okay, dann nehmen wir natürlich beide gern mit. Hier von den Flugtieren was Neues dabei? Nee. Halt, da hinten war was blau. Das ist ein Terromorph wieder. Nee, ein Hauerfrosch. Oh, da war das vorhin wahrscheinlich doch kein Terromorph, sondern auch ein Hauerfrosch. Perfekt, 2 noch von denen. Ich dachte mal, weil die auch so ähnliche Ärmchen haben. Aber nee, dann waren das doch die Hauerfrösche, die ich davon wahrscheinlich missachtet habe. Dann genau die, die wir jetzt brauchen. 2. Yes, noch ein Großhorn. Sehr gut, 46 EP. Ja, schon ganz geil, ne? Also stimmt natürlich, die Tiere geben auch gut Erfahrungspunkte. Wenn die schwerer sind und höherleveliger, bringen die, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr. 46 Erfahrungspunkte. Wir haben vorhin für die, für euch ist gestern die Quest mit dem Alien-Kostüm. Ah, perfekt, da ist noch einer. 50 Erfahrungspunkte bekommen. Da können natürlich auch so sinnlos die ganzen Gegner wegballern, ne, um an Erfahrungspunkte zu kommen. Aber wie gesagt, wir kriegen dann die Level ab, wenn es halt so ist. Jetzt auf Zwang unbedingt schnell leveln. Ne, das machen wir nicht. Das kommt so alles, wie es irgendwie kommt. Da haben wir doch noch ein Großhorn. Der letzte Großhorn. Ne, vorletzte. Ich meine, hier vorne wäre auch noch einer gewesen. Da. Ja, mal gucken. Was gibt es denn für das Großhorn? Das ist normal. 28. Fuck. Ja, Muss mal gucken, da müssen wir hin. Haha. Dachte, das waren auch noch Großhörner. Das waren dann wieder Terromorphs. Scheißviecher, ey. Die halten wirklich gut besser aus. So, ich hoffe jetzt, es ist nicht wieder so ein bedeckter Krater. Nee, das sieht anders aus, wie so irgendwelche Wurzeln oder sowas. Neues ökologisches Merkmal. Ich weiß gar nicht, ob das auch da stand, bei dem bedeckten Krater. Ich glaube nicht, da stand direkt bedeckter Krater, ne? Deswegen zählt das vermutlich gar nicht dazu. So, das scannen wir mal. Mikrobenkolonie. Ja, sowas ähnliches haben wir schon mal gesehen. Oh, da oben ist wieder ein Misthaufen. Da stecke ich mal tief meine Hand rein. Yes, intelligente Mikrobenkolonien. Also sowas wie New Homestead. 230 EP. Ja, das ist halt auch mega geil, ne? Auch die Merkmale.
Die bringen auch viel, viele Erfahrungspunkte. Das lohnt sich schon. Dann gehen wir direkt zum nächsten. Ja, das sind die anderen beiden. Die brauchen wir noch. Yes. So, dann gab es ja noch ein Tier, wovon glaube ich auch nur noch eins fehlt. Das wäre dann das siebte. Und ich glaube, das achte... Entweder das ist doch nochmal ein Flugtier, was ich jetzt hier so noch nicht gerade auf dem Schirm hab. Oder nochmal eins am Boden. Das war bei No Man's Sky auch immer so. Am Anfang vor allem. Mittlerweile wird es angezeigt, ob es ein Flugtier ist, ob es Land oder in der Höhle lebt oder so. Aber ganz am Anfang gab es das nicht. Da musste man dann raten, ja, ist es nun noch ein Flugtier, eins am Boden, in der Höhle, im Wasser. Man weiß es nicht. Gerade im Wasser war manchmal ein ganz schöner Sackgang. Aber das haben sie ja mittlerweile echt gut differenziert. Ne? Da siehst du genau, wo und was noch fehlt und in welchem Biom auch das Tier vorkommt und so. So, dann sehen wir jetzt gleich vor uns, was sich hier hinter verbirgt. Das gleiche. Schade. Ja, da sind sie wieder. Ich glaube, die hier brauche ich nicht nochmal scannen. Ne? Das ist... Achso, wir kriegen aber trotzdem nochmal EP. Ja, geil. So, haben wir noch eine Landmarke? Ah ja, den Misthaufen nehmen wir auch noch mal mit. Oh, was? Credits, Medipack, Gold, Lösungsmittel, Energetikum, Aminosäuren, Samen, Eisen, Dichtmittel. Das ist der beste Misthaufen, den ich je gesehen habe, oder Sarah? Was sagst du dazu? Top. 88,46% haben wir abgeschlossen. Ja. Gucken, vielleicht sehe ich von hier oben ein bisschen mehr. Das ist blau, kann ich nicht scannen. Ne? Ich weiß, ich wäre auch theoretisch zu weit weg, aber von diesem ökologischen oder von diesen Landmarken, wenn man da was scannen muss, dann kann man das auch sehr großer Entfernung tatsächlich schon machen. Aber man kann die halt nur einmal scannen. Beim nächsten wird es dann wieder blau angezeigt, aber geht nicht nochmal. So, sehen wir denn von hier oben eventuell das eine Tier, was hier noch fehlt? Nee. Da ganz oben sind halt welche, aber da komme ich ja nicht hin. So, unser Raumschiff. Da ganz hinten, okay. Ja, dann weiter in die Richtung. In der Hoffnung, dass wir hier nochmal... Vielleicht taucht nochmal eine Landmarke auf. Der Scanner piept auch manchmal so ein bisschen, aber ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ob dann in die Richtung, in die ich schaue, noch was zum Scannen gibt oder... Also ein ganz leichtes Piepen ist das, leises Piepen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Vielleicht ist es auch nicht der Scanner und es ist mein Kopf. Kann auch sein. Auch hier leider, leider, leider. Nicht das eine letzte Tier. Da fehlt auch nur noch eins, meine ich. Das wäre schön. Und ich insgeheim hoffe ich, dass es mir dann anzeigt, Biom abgeschlossen bei der Fauna. Dass es noch irgendwo ein anderes Tier am Boden gibt oder meinetwegen woanders in der Luft und nicht nochmal hier, weil hier ist gefühlt entweder sehr schwierig an die Tiere ranzukommen, sei denn ich würde an jeder Ecke nochmal so einen Scan-Booster bauen. Aber das mache ich nicht. Ach doch, Terramorph muss ich auch scannen. Ach, das habe ich komplett. Ah, ja. So offensichtlich und so, doch so daneben. Warte, gerade steht. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Ist das Ding auch kalibriert?
Ah ja. Kommt nur her. Sarah macht gut Schaden gegen das Vieh hier. Oh oh. Gut. Nee, gut, dann gibt's hier alle in dem Biom, da auch die Terramorphs dazugehören. Ich würde mal Terramorph sagen. Die heißen schon Terramorph, ne? Sind wir uns einig, denke ich. Da ist der Fallenstund, der letzte. Nice. Und da müssen wir nur noch nach ein paar Terramorphs Ausschau halten. Nach neuen Terramorphs. Ja, perfekt. Hätte ich die anderen schon alle mitgescannt, ich dachte mal, gut, die sind hier extra und das ist so eine Spezies für sich, die immer mal irgendwo auftaucht, dass sie hier gar nicht speziell als so eigene Fauna gelten, aber okay. Dann tun sie es doch. Dann müssen wir nochmal welche finden. Drei oder vier fehlen. Vielleicht sind die bei uns am Raumschiff ja noch da? Sind wir im Kampf. Ja, Mist, jetzt müssen wir noch mal hoffen, dass die uns noch mal angreifen. Ich glaube, vier brauchen wir noch. Gut, dass mir gerade angezeigt hat, dass ich den einen schon zu 14% habe. Sonst hätte ich bis zuletzt geglaubt, dass ich die nicht scannen brauche. Ja, naja. So kann man sich irren. Aber gut zu wissen, dass auch die Terramorphs dazugehören. Juhu. Ich wünschte, es wäre anders. Vielleicht gibt es irgendeine spezielle Anti-Terramorph-Waffe. Also es geht schon, kriegt die schon klein, aber ich muss halt... Ach guck mal, jetzt sind wir mal an diese Grenze geraten. Wir können mal zum Schiff zurück. Vielleicht sind die anderen Terramorphs noch hier. Was hat Spaß gemacht? Was jetzt? Da waren ja vorhin einige, ne? Hallo. Vasco. Vasco. Waren ja noch Terramorphs irgendwo? Die Richtung? Na gut. Dann gucken wir mal. Ob wir die nochmal auftreiben können. Yes. Nice, da sind schon mal zwei und hier rechts war auch noch mindestens einer. Ey, bleib hier! Okay, den einen habe ich bekommen. Yes, einer fehlt noch. Mehr aufgetaucht. Einen davon kann ich doch bestimmt noch scannen. Wow, yes! Geil, perfekt. Dann haben wir alles außer die Merkmale. Jetzt muss ich natürlich nochmal abhauen. Dass wir nochmal woanders auf dem Planeten landen können, um da nochmal nach den Natursachen Ausschau zu halten. So, wir müssen nochmal ein bisschen die Beine in die Hand nehmen. Ich habe echt so gar keinen Bock auf die gerade zu bekämpfen. Achtung, CO2. Ja, immer, wenn ich wegrenne, nicht in den nächsten zu laufen. Das wäre halt auch mega dumm. Aber ich denke, wir haben es gleich geschafft und sind gleich weg. Schmerzen hat er. Na gut, da höre ich noch so ein Vieh hinter mir.
Nee, jetzt war CO2 nicht voll. Okay. Haben die noch irgendeine andere Attacke, dass die mich umbringen? Also ich hatte noch Leben, 3/4. Shit. Ich dachte, ich hatte gerade nochmal gescannt, nachdem ich die gespeichert, nachdem ich die gescannt habe. Ah, sorry. Müssen wir nochmal holen. Ach, wie dumm. Komm schon, zeigt euch nochmal. Da ist einer. Hau ab. So, wo sind die anderen? Ist der von gerade? Einer noch, sind jetzt aber gerade nur 3. Einen brauchen wir noch, wir wollen von 4 oder 5 sogar. Au! Ich mach das. Gerade da ist er. Ich hoffe, das ist ein neuer. Yes, okay, perfekt. Dann müssen wir noch mal wegrennen. Ach so, oder bin ich vorhin auch erfroren? Kann das auch sein? Das ist nämlich nicht. Kann schon sein. Verkrüppelt bin ich. Okay, was könnte ich denn nehmen gegen verkrüppelt? Ein bisschen was habe ich ja dann noch dabei. Moment. Halt. Diese Wasserdinger da und Regen irgendwas. Reicht das vielleicht schon? Ja, scheint uns besser zu gehen. So, Speicher jetzt mal. Jetzt müssen wir nur noch abhauen. Er hat schon wieder CO2 in der Lunge. Da müssen wir doch noch mal kurz warten. Sarah hält die gut auf, wollte ich gerade sagen, aber gut, da kommen sie schon wieder. Man muss echt weit wegrennen, ne, bis sie einen in Ruhe lassen. Ich finde es aber ganz gut, dass man im Kampf dann nicht einfach abhauen und fliehen und sich woanders hin teleportieren kann. Das nicht. An was verreckt der denn da manchmal? Die Lunge ist nicht voll mit CO2, ne? Das ist, verstehe ich nicht. Jetzt müssen wir das jedes Mal machen. Oh, ist das blöd. Okay, dann versuche ich die Scheißviecher jetzt wegzubannen. Nochmal versuchen wir es nicht. Da probieren wir doch mal auf Konfrontation zu gehen. Warte mal, ich kann da nochmal so eine Heilpaste schlucken. So lange ist der ja nur Level 6. Wenn er diesen Schrei macht, dann unterbricht er auch mein Nachladen. Das ist hier gemein. Giftgas am Arsch. Aua. Ja. Ja, okay, jetzt weiß ich, was schief lief.
Oh Mann, ist das kacke. Ja, sorry, ich weiß jetzt nicht, warum der hier immer mal... Jetzt, gerade wusste ich es aber vorhin. Da wusste ich es nicht. Schluck nochmal irgendwie sowas. Keine Ahnung, gibt es irgendwas? Was ist das hier? 20 Gesundheit, 200 Schadensresistenz. Versuchen wir nochmal zu fliehen. Wird doch womöglich sein, dass wir nochmal außerhalb des Kampfes geraten können. Ich weiß gar nicht wirklich zu viel durchs Giftgas, aber ich denke mir immer, naja, weiß ich nicht. Er hat einen fucking Raumanzug an mit einem Helm. Sollte der nicht sowas irgendwie rausfiltern? Oder vielleicht gibt es da auch ganz spezielle Gifte, die da nicht rausgefiltert werden können. Lass mich bitte abhauen. Jetzt haben wir wenigstens die Terramorphs und alle Tiere und Pflanzen. Das sind auch immer mal so ein paar rote Tiere. Es eigentlich gleich nachlassen. Die Musik ist wieder entspannt. Ist das ein Bug oder was? Durch den Patch vielleicht, den es hier heute bei mir gab? Tut mir leid, ich weiß jetzt leider nicht, wie ich das, dadurch, dass wir hier ständig im Kampf sind, wie man das irgendwie beheben kann. Bringt nichts, ne? Ich kann jetzt ins Cockpit, aber ich kann jetzt hier nicht... Oder können wir so abheben? Ach doch, abheben geht. Ach so. Okay, das habe ich nicht gewusst. Sorry, das geht tatsächlich. Könnt ihr euren Kommentar wahrscheinlich wieder zurücknehmen? Ja, sorry, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass wir normal abheben können. Na, immerhin, da fliegt davon, unser kleines Frachtschweinchen. So, dann gucken wir mal, ob wir die beiden... Erreichen den Orbit. Ob wir die beiden Merkmale noch finden. So, ich ignoriere es mal. Huch. Weil wir es ja schon kennen, was die von einem wollen. So... Ja, da steht zwar Berge 100%. Gibt es denn hier was anderes außer Berge? Warte mal, ich mach's mal wieder mit dem Gamepad. Eisige Ebenen. Lass mal da landen. Ach hier. Ich erinnere mich. Landestützen bereit. Bremsraketen aktiv. Oh, da oben drei Monde. Wow. So, jetzt die Frage, wird es hier gerade Tag oder wird es hier gerade Nacht? Wenn es gerade Tag wird, ist okay. Wenn es gerade Nacht wird, würde ich mal kurz pennen gehen, dass es dann gleich wieder eher Tag ist. Ja, jetzt bin ich ja gerade so an der Schattengrenze gelandet, aber ich glaube... Ich unterhalte mich gern. Dann... Na nö, es geht. Es ist noch eine Weile Tag. Hi, Captain. Schön, dich zu sehen. Ja, auch schön, euch zu sehen. So, dann drückt die Daumen, dass wir mal noch die beiden Naturwunder finden. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Da ist was Natürliches, da ist ein Lebenszeichen, perfekt. Ach, wieder Schadgas, ja, ich werde es nie lernen. Aber warum der manchmal doch gestorben ist, konnte ich leider nicht rausfiltern, warum. Da ist ja... Links haben wir in der Mitte den Ball. So, dann haben wir unten drunter die O2-Zeige, die leert sich. Irgendwann kommt auch die CO2-Anzeige von rechts. Und ganz oben, da wo jetzt nördlich die beiden Punkte, die wir da hinten anvisiert haben, zu sehen sind, da ist ja manchmal... Jetzt ist wieder weg. Da ist manchmal noch so ein Viertelkreis, auch nochmal so eine weiße Leiste. Jetzt zum Beispiel. Aber die taucht nicht immer auf, immer nur dann, wenn der Planet angezeigt wird. Ich weiß aber nicht, was die anzeigt. Ne, da ist zum Beispiel Norden. Das sieht man an dem dickeren Pfeil. Aber da oben dieser Halbkreis, der da, oder der Kreis, der da ringsrum geht. Und da oben so ein Viertel oder was bedeckt oder ein Fünftel. Ich weiß nicht, was der wiedergibt. So, davon haben wir schon mal was. Sehr gut.
Kennen wir schon von einem anderen Planeten, aber hier ist es neu. Nice. Aufstrebende Tektonik. Ah, okay, hier heißt es aber anders. Cool. So, da fehlt noch eins. Und wenn wir Glück haben, gibt es das da hinten. 220 EP. Hui. Keine Fußstapfen. Da wird es Zeit für eine Mod. So wie es eine gibt, packe ich die mal drauf. Okay, hier für Tolleman 2 gebe ich zu, hier oben ist ein bisschen kalt für dein Outfit. Eventuell dann doch noch ein paar Handschuhe. Oh ja, das dürfte auch was anderes sein. Sehr schön. Eins von zwei. Überreste der amphibischen Lebensform. Okay. Yes! Nice! Aufgabe erledigt. Perfekt. 300 EP bekommen und nochmal 500 obendrauf. Sehr schön. Freue ich mich. Na, Sarah? Schade, dass wir das Alien-Kostüm nicht mehr dabei haben. Drei Monde, ey, das ist auch schön. Leider ein bisschen dunkel. Okay, man kann es auch nicht so viel heller machen hiermit. Ich brauche schon irgendeins, dann mache ich es im Nachhinein ein bisschen heller. So irgendwie. So. Dann bräuchten wir Fluor, um diese Gewächshäuser mal zu bauen. Gucken wir mal, ob es das hier... Oh, das ist ja ein Riesenplanet. Tolleman 1. Aluminium. Ne, das gibt's hier leider nicht. Das ist natürlich schade. Da müssen wir in ein anderes System. Gibt es das in Alpha Centauri irgendwo? Kann man mit Sicherheit auch wieder irgendwo kaufen. So, was ist das hier drüben? S-I-H Klosilane. Ja, ich erinnere mich. Okay. Jetzt zeigt man wieder nicht die ganzen Ressourcen an, weil ich hier nicht vor Ort bin. Nee, nicht landen. Ich will nur dorthin fliegen. Genau. Dass wir da einfach mal schauen, ob wir da irgendwo Fluor finden. Oder vielleicht landen wir und können es beim Ressourcenhändler. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Jo, macht mal. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Danke. So. Nee. Was ist ein XE? Ich glaube schon mal, ich guck Xenon. Ah. Auch nicht schlecht. Bräuchten wir für... Ah ne, das ist Kupfer hier, ne? Kobalt, ja, sorry. Uran, bleib. Für die Lichtmasten. V, Vanadium oder sowas, ja. Das war Benzol? Jo.
Dy war dieses Dyprosium oder so? Dysprosium, ja, okay. Okay, haben wir echt kein Fluor. Haben wir das bei uns im System irgendwo? Ach, jetzt zeigt mir die anderen wieder nicht an. Wir können ja mal. In unserer Basis landen. Auf dem Mars. Fort Solis. Ich weiß gar nicht mehr, auf wie vielen dieser unbewohnbaren Welten ich schon gewesen bin. Ich wollte gerade sagen, wäre so witzig, wenn ich jetzt hier auch diese Gewächshäuser bauen könnte. Es war die ganze Zeit nur ein Bug oder so. Nee, das geht natürlich nicht. Aber siehst du, beim Fabrikator. Können wir denn diese Bohrtürme irgendwie herstellen? Ich hätte jetzt auch so direkt schon gucken können, aber. Nee, da brauche ich wahrscheinlich erst Fertigung 2 oder sowas. So, die 10 adaptiven Rahmen nehme ich mal mit. Können wir noch mal ein paar ins Raumschiff packen. Wieso hat es mir jetzt mein Raumschiff nicht dahin gestellt? Neulich, als ich hier gelandet bin, hat es mir das da drauf gepackt. Heute nicht. Okay, mal so anscheinend. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, dann machen wir das später. Das ist HG. Ach ja, Quecksilber. So, wir brauchen aber Fluor. Und Aircock. Carbonsäuren. Ja, okay. Auch nichts, okay. Pluto, was war da los? Ah ja, Titan, Wolfram, ja, okay. Charon auch nicht. Nee. Gibt's hier, wo gibt es denn Fluor? Ach, hier F. Das vielleicht. Ja! Auf Rhea. Auf dem Saturn und Rhea. Na dann. Ich trage schon wieder zu viel. Ernsthaft? Ich gerade so viel mitgenommen. Gut, stimmt. Ja, gut, 263, ja. Ja, das wiegt schon ein bisschen was. Wo ist denn mein Schiff? Ja, manchmal komisch, ne? Das ist, habt ihr damit Probleme, dass es auch manchmal euer Raumschiff dann nicht auf diese Landeplattform mit Bilder packt? Also mit dem Raumschiff Bilder, meine ich. Ich glaube, so 150 Meter oder so müssten wir ran. Ne? So. Ja, perfekt. Sehr schön. Dann können wir jetzt nach Rhea fliegen. Wo war er? Da. Hier sieht es ja aus. So, dann scannen wir mal. Okay, direkt Fluor. Muss ich so wahrscheinlich aus irgendwelchen Pfützen. Das ist nur Wasser. Das ist nur Kupfer. Ja, Kupfer auch gut, nehmen wir auch mit. Landen wir vielleicht mal auf so einem Kupfer-Hotspot hier irgendwo. Eisige Ebenen. Hier, das war auf Callisto. Cassiopeia war das. Cassiopeia. Da oben ist der Saturn. Nice. Captain, hallo. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlegen. Ja, danke. So, dann nehmen wir doch lieber das als Bild, oder? Perfekt. Dann gucken wir mal, wo war Fluor? Hier könnten wir es direkt abbauen. Lol.
Ist das auch irgendwie aus dem Boden gekloppt mit? Oder ist das nur was zum... Ich weiß nicht, ist Fluor, ist das was Flüssiges? Ist es gasförmig? Ist es fest? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gesagt, das ist irgendwas zwischen flüssig und gasförmig. Ich meine, ja gut, ich könnte hier schnell was bauen, was ich hier, dass das hier so ein bisschen rausgebrochen wird aus dem Boden. Ah, Fluor ist schon Gas, oder? Ja. Gibt es hier gar keine Brocken zum Abbauen? Also Kupfer müsste es mindestens geben, ja. Das Wasser. Toll. Okay, dann sollte es ja auch Fluor geben, oder? So als Brocken. Na guck mal. Da brauchen wir eh eins. Da können wir direkt mal hinspazieren. Ich weiß, ich hätte das Fluor gerade scannen können, aber... zu spät dran gedacht. Aber das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir was gesehen haben. Hoffe ich. Da gibt's was. Wasser, Wasser. Ja, okay, so Wasser, Eis, Brocken da irgendwie, aber... könnte auch sein, dass es Fluor nicht gibt als so abbaubare Ressource für mich mit meinem Cutter. Da ist wieder Fluor. Wenn es in diesen Bereichen aber so ein bisschen was zum Abbauen gibt, dann ist es ja oft auch genau das. Aus dem Bereich, aber... hier wird auch nicht gebröckelt, schade. Aber es ist ein schöner, großer Bereich, gefällt mir. Aber nicht, dann müssen wir halt hier irgendwo was abbauen. Kommen wir da nicht drum rum, ein bisschen Fluor brauchen wir. Achso, jetzt habe ich wieder nicht gescannt, warte mal. So. Dann hätten wir die drei Ressourcen schon mal. Ja, wirklich nicht. Was haben wir da? Kupfer. Geil. Das nehmen wir mit. Auch Kupfer. Naja, immerhin. Auch das brauchen wir noch. Einige Male für unsere Forschungen am Forschungstisch. Doch, warte mal. Hier kann ich es doch ausbrechen. Ja, zweimal. Giftgas. Alles im grünen Bereich. Wasser, Wasser, Wasser. Ach so, aber ja, gut, das hier kann ich nicht scannen. Das ist leider nichts zum Scannen. Immerhin ein bisschen Kupfer kriegen wir mit. Brauchen wir ein anderes Merkmal. Schade, ich habe gedacht, wir kriegen... Ach doch, doch hier. Vulkanschlote, cool. Da hat es ja doch funktioniert. 300 EP. Ey, dafür, dass es hier nicht viel gibt? Wow, also wenn man die Monde alle mal abklappert, kann man damit dann doch schon ganz gut Erfahrungspunkte sammeln. Ne? Da fehlt nicht mehr viel. Bis zum nächsten Level. Na gut, Fluor. Müsste ich mal ein bisschen was abbauen, oder? Haben wir noch genug mit? Guten Tag, Captain. So, wo war das hier? Hier drüben. Ja, das ist nur ein
etwas kleiner Bereich, aber wir hatten ja auf dem Weg da nach hinten einen relativ großen. Dann würde ich da nochmal fix hinflitzen, dass wir da ein bisschen mehr abbauen. Ich meine, das hier vorne reicht vielleicht, da würde ich zwei Reihen bekommen zum Abbauen. Ja gut, vielleicht reicht das wirklich, ne? Da ein. Ja, das ist ein Gas. Jetzt habe ich es doch. Jawohl, habe ich doch die ganze Zeit gewusst. Hier, der größere Molekülsieb. Ja, okay, haben wir auch noch nicht hergestellt. Treten da jetzt das Teil, wollte ich gar nicht. Sogar drei hier hinkriegen, aber ich denke zwei reichen locker, oder? Gasspeicher brauchen wir. Halt. Achso, und überhaupt erstmal, dass hier was losgeht. Das bringt nur zwei. Ach du Scheiße. Ich kann nur die Solardinger bauen. Da lasse ich es vielleicht doch bei einem. Brauche ich dann nämlich nur noch einen und dann... Naja, gut. Da haben wir hier nur so ein kleines Fluorlager. Kleine Fluorstätte. Wenn wir da irgendwann mal genug haben, können wir es ja auch wieder wegnehmen. Ja, das war schon. Ich kann auch nur das eine Ding bauen. So, das bitte da rein. Rea Außenposten. Oh. Fluor. Wenn wir jetzt noch zwei Fluor zusammenbekommen, können wir doch mal Richtung Tolliman 2. Dauert einen Moment, ne, bis das hier... Hier. Reinkommt. Warnung. Hochentzündlich. Einmal ist schon drin. Wie viel wird hier produziert? 0,55 pro Minute. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Ich meine... Der Kraftstoffgenerator, der gibt ja überall 20. Aber gut, Wolfram fehlt, ja. Kriegen wir aber von woanders jetzt mittlerweile. Hatten wir doch was gebaut, oder? Hatte ich nicht irgendwo einen Wolfram? Ich muss mir das echt mal... Ich wollte mir das schon längst notieren. Ach, Mann. Aber gut, da wir heute die Folge eh hier bei irgendeinem der Außenposten beenden, kann ich das dann auch mal machen. Zwei Fluor brauchen wir. Zwei haben wir noch, genau. Na komm, bauen wir noch einen ab. Dauert ein bisschen hier, ne? Fluor ist nicht das schnellste. Also zwei wären schon cool, dann hätten wir eins pro Minute wenigstens. Aber reicht ja auch, wenn wir irgendwann mal die größeren Extraktoren bauen können und so weiter. Wo ist denn bei den Dingern eigentlich die Anzeige? Ah ja, stimmt, hier vorne. So, komm jetzt pump mal. Oh, das ist ja echt arschlangsam. Könnte auch ins Raumschiff gehen und schlafen. Aber ich will das nicht ausnutzen. Da müsste gleich nochmal was auftauchen. Müsste eigentlich nur so knapp 2 Minuten warten. Dann hätten wir einmal produziert und einmal fehlt uns noch. Dann haben wir 4 und da könnten wir ein kleines Gewächshaus wenigstens bauen. Yes! Perfekt! Moment. Gut.
kann ich wenigstens direkt bei uns im Außenposten landen, ohne dass die Leute mich nochmal zulabern, wenn ich hier reinspringe. Achso, ich kann nicht... Weil ich im Sprung war, ging es nicht. Okay, gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Ist echt cool, ne? Sarah, ja, finde ich auch. So, dann Daumen drücken, dass das jetzt klappt. Ja, wir können eingewechselt. Achso. Ich habe sogar 6 Fluor. Ja, gut. Ah ja, stimmt. Wir hatten ja noch 2 gefunden. Wir hätten gar nicht drauf warten müssen. Na gut. Dafür reicht es leider nicht. Da fehlen 2 und 2-mal Molekülsieb. Und das ist nochmal ein Substratmolekülsieb. Das große Ding. Dann bauen wir mal das erste bisschen parallel hierzu. Macht ihr das auch immer so ein bisschen parallel oder ist euch das egal? Werde ich gerade angegriffen oder was? Das andere Vieh, das hat nämlich nicht mehr viel. So, warte mal, ich muss mal kurz. Ich hatte doch noch. Was war das für ein Teil? Ah ja. Sarah, wo bist du? Alter. Ich wollte eigentlich mal was anderes probieren, aber ich glaube... Ich habe keine der anderen Waffen dabei, ich habe nur physisch und Energie. Ich wollte mal die dritte Variante gegen die Viecher probieren, aber das habe ich gerade nicht mit. Ach, haben die hinterm Ärschchen ihre Schwachstelle oder hat Sarah das gerade klar gemacht? Dann mal los. Die hat das Vieh gerade gehauen. Erledigt. Okay, einmal noch. Komm hoch, du Scheißvieh. Huch, wo ist der denn her? Ja, hilf uns mal. Sehr gut. Yes, oh, 145 EP. Nice, danke. Klebstoff, perfekt. Struktur, sehr gut. Huch. Wunderbar, Sarah. Vielen Dank für deinen Einsatz. Und endlich mein Gewächshaus. Jawohl. So, jetzt gehen wir da mal noch hin und gucken uns die Sachen mal an. So. Dichtmittel. Ach, ich muss hier Wasser her. Na,
Ja, okay. Ja. Hier muss ich ja Wasser her. Ja, okay. Ergibt Sinn. Dafür brauchen wir einmal Wasser. Da habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Kann ich das hier noch abbauen? Wasserdampf erzeugt Wasser. Brauchen wir 5 Energie? Ach ja, siehst du, das Gewächsteil braucht ja auch 3 Energie. Stimmt. Na gut, wir können ja nochmal... Brauchen wir nochmal eine Turbine? Wobei, eine hätte vielleicht gereicht. So, Wasserdampf, ja, stimmt. Dann können wir da Wasser draus machen, dann soll er das direkt da reinpacken. So, und der stellt Dichtmittel her. Und dafür brauchen wir einen eigentlichen Lagerhaus. Aluminium! Haben wir auf dem Mars. Uns fehlt einmal Aluminium. Hier könnte ich einmal wegpacken. Und das würde noch reichen. 30, 29 braucht, sehr gut. Dann würden wir hier Dichtmittel zumindest schon mal herstellen. Ach so, ich dachte, ich kann hier richtig aussuchen, was da... Dann ist das auch in Anführungsstrichen nur für die weitere Herstellung von solchen Dingen. Aber ist ja auch ganz gut, ne? Früher oder später brauchen wir das auch. Sehr schön. Komm, wir gehen mal rein. Oh. Ich dachte, ich kann hier raussuchen, was da für Pflanzen und so kommen. Aber cool. Sehr schön. Aluminium brauchen wir. Ne. Definitiv nicht auf der Erde. Das baue ich doch irgendwo hier ab. Auf dem Merkur, aber wir können auch auf der Mars-Basis landen. Da sollte alles voll sein mit Aluminium. Raumschiff steht wieder da hinten. Geil. Das war Wasser, ja. Da müsste Alu drin sein. Hier vermutlich auch, ne? Gut, 10 adaptive Rahmen, die können wir nochmal mitnehmen. Hier ist Aluminium drin. 102, das nehmen wir direkt mal mit. Und dann, wenn wir nicht überladen sind, können wir direkt wieder wegspringen. Dann können wir da nochmal so einen Frachtbehälter bauen für das Dichtmittel. Muss ich noch umbenennen in Dichtmittel. Passt, da ist es. So, wo? Hier drüben. Ne, der Baum soll ruhig da bleiben. Das Giftzeug verschwindet leider nicht. Schade. So. Genau, hier vorne ist die Anzeige. Ach so. Hä? Ich denke... Hä? Das muss doch in Lagerhaus, oder nicht? Das passt doch niemals, passt es da rein, oder? Ach doch. Doch für Feststoff. Ich dachte, Dichtmittel ist ein hergestelltes Teil, deswegen dachte ich, wir brauchen... Ah, okay. Ja, gut. Das habe ich so nicht gewusst.
So. Ist die Anzeige hier vorne? Ich glaube, hier ist die dran, oder? Nee. Gut, ist auch egal, wo die Anzeige jetzt ist. Okay. Na gut, dann haben wir das jetzt so gemacht. Das benennen wir noch um in Tollymann 2 Dichtmittel. Ja, eigentlich auch noch Silber, aber das passt nicht mehr hin. Aber es ist nicht so schlimm. Silber ist vermutlich rappelvoll, nehme ich an. Hat sie in mein Raumschiff hingestellt? Warum denn 400 Meter? Jetzt wollte ich ein bisschen was mitnehmen, aber dann kann ja Sarah. Na, was? Du kannst mal noch ein bisschen was nehmen. Ja, alles, was bei dir reinpasst. Ach Gott. War schön, mit dir zu reden. Ja, das fand ich auch. So, perfekt. Dann beenden wir aber die Folge heute, damit ich nichts mache, was ihr nicht mitbekommt, auf dem Mars. Und dann suche ich mir direkt im Anschluss ein kleines Zettel oder am besten ein Heftchen, wo ich das alles mal eintrage, was wir wo. Mars-Mac-Fabrik, auch geil. Ja, stimmt, wir haben auch auf der Erde von, was war das, Peking, Hongkong, irgendwas, da noch als Landmarke bekommen. Dann notiere ich mir das jetzt mal, was wo hergestellt wird und wo es hingeliefert wird. Gut, dann waren wir heute wieder ein bisschen länger unterwegs. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.